Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Wir kaufen uns jetzt erstmal ein paar Karten. So, und dann drückt mir mal die Daumen. Vielleicht habe ich ja mal ausnahmsweise ein bisschen Glück. Das Pimperu kostet 400. Aber das will ich gar nicht. 10.000, ich mache mal so wieder einzeln. So, und schauen wir mal, was bei rauskommt. Elsass Fine Cuisine. Mit Rindfleisch gefülltes Kolon. Kutschikapi. Gewöhnlicher Splitter und ein Jean. Drogen. Thunder Cougar Falcon Bird. Eine gute Fee. Rogers Laden. Und ich glaube, jetzt höre ich erstmal auf. Ja, damit haben wir auch unsere 9 bis 5 wieder geschafft. 250 hätte ich jetzt. Jetzt könnte ich mir theoretisch die Anzeigenerweiterung holen, ne? Card Inventory Upgrade. Eine Karte. Zwei Karten hole ich mir jetzt noch. Genau. 735. Eins. Flugzeug. Jetzt haben wir. Jetzt könnte man das Card Inventory Upgrade holen. Aber. Oh, die Erforschung ist fertig. Ja, Mann. Wie geil ist denn das? Ringen mit Peter. Da kommt der Rodeo Peter raus. Den hat der Herr sofort auch schon und schwärmt die ganze Zeit davon. Und das Ballmädchen. So, was erforschen wir denn als nächstes? So, jetzt wird's wieder ein bisschen problematischer. Mit Ringen sind wir jetzt, soweit ich das gesehen habe, durch. Jetzt würde mich mal interessieren, was passiert bei einem Fry? Einfach nur mal rein Interesse halber. Bei einem Fry. Und was passiert bei einem Jean? So, alle anderen Karten sind ja bereits erforscht. Dale, Lois wäre auch mal ganz interessant. Naja, wir gucken uns das einfach mal an, was bei rauskommt. Hermes. Nun gut, also. Dann gehen wir jetzt mal in die Herausforderung rein. Wir holen uns jetzt unsere nächste Stufe. Und dann können wir auch endlich mal in das neue Chance Pack reinschauen, was da wohl bei rauskommt. Ich weiß es nicht. Werden wir dann sehen. So, womit fangen wir denn an? Das wäre der Bob. Das wäre der Professor Farnsworth. Ja, in der Situation spiele ich mal als allererstes den Stan. So, was macht der jetzt hier? 8, 8, 9, 13, 24. Nochmal den Bob. Und da haben wir schon den betrunkenen Zoidberg. Der hier fast keinen Schaden anrichtet. Hier, da kann ich auch nochmal locker den S&M-Peter spielen. Bevor ich hier überhaupt irgendwas weitermache. So. Und jetzt
den vitruvianischen Menschen und der tut jetzt weh. Und wenn er ihm den Hintern aufreißt, so, zack, zack, zack. Jo, jetzt können wir irgendwas spielen, jetzt ist es egal. Jo, das ging jetzt mal wieder schnell. Locker vom Rocker. Den haben wir jetzt mal ganz einfach gespatzt. So. Und nächster Fight. Round 2. Fight. Flawless Victory. So, und den SNM Peter auf die 1. The Sexy Beast from the East. Und dann haben wir. Jetzt könnten wir natürlich einen Bill spielen. Na, ich mache jetzt erstmal den Bob. Der wird jetzt genügend Aua machen. Ohne Dodgeball Mag. Die Dodgeball Mag wäre jetzt, ja, je nachdem, wo er hinboxt, ne? Dies ist halt jetzt wieder die große Frage. Ne, wo boxt der hin? Damit wäre sie gleich schon fort. Dann machen wir den mal den Burger Boss. Und der ballert die Dodgeball gleich mal weg. Der klatscht dir den Ball aber so dermaßen an die Bagge, dass ihr Hören und Sehen vergehen tut ein Dede. Sag ich euch. So, und jetzt noch hier, der Bill mit dem sturzbetrunkenen Bill. So. Zack, zack. Hat eh nichts mehr zu tun. Liegt vollgesoffen in der Ecke. Und weiter geht's. Ja, Mann. Ja, Mann. So, Stufe 9. Jetzt geht's weiter Richtung Stufe 10. Let's get ready to rumble. Was du, wie's Verteidigung wieder mal am Start. Jo, da können wir mal jetzt diese Baseball-Bobby-Karte mal an Anfang setzen. Nur für die erste Position. Ah, der Bob Jean ist auch gut. So, what do we do now? Jo, wir könnten. Dann machen wir doch mal hier das Amy. Machen wir das Amy. Und hier seht ihr, dass momentan die Sportkarten diese Crazed-Funktion haben. Na, ist jetzt hier durch diese Aktion da 30% ihre Attacke kriegen sie pro Runde mit hinzu, was natürlich extrem hardcore ist, ne? Je nachdem, wie stark eine Karte ist. Jetzt würde er zum Beispiel schon 3, 18, 36, 54, ich weiß nicht, ob er jetzt 5 oder 6 mit hinzubekommt, das werden wir gleich sehen. Entweder stehen da dann in der nächsten Runde 23 oder 24, was da aufgerundet wird. So, und der nächste. Es geht es von der Basis aus, ja, also nicht von dem aktuellen, ist auch gut zu wissen. Also, die 30% sind von dem Ursprungswert. Und nicht von dem zwischendrin. Das wäre nämlich noch krasser. Now, have a look at this man. Our first football chance pack. It's ready now. So, was haben wir? Burns Ball, Push-Ups, Roger, Bänder, Schutzanzüge, Ringen, Peggy, Amy und wieder viel Schrott. Unendlich viel Schrott. Ja. Haha. Soll ich oder soll ich nicht? Ich hätte ja schon gern mal so eine Blurns Ball oder so, ne? Wir gucken jetzt einfach mal. Vielleicht. Ah, dieser verfluchte, verdreckte Drecks-Touchdown-Tanz. Ich kann ihn nicht mehr sehen, ehrlich. Ah. Naja. Okay, sorry für den kleinen Ausraster. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich nehme jetzt mal gleich ein paar Beruhigungspillen.
Und dann kann ich wieder weiterspielen. Ich will das doch nicht hier. Dreh schon wieder am Rad, Mann. Na gut, okay, also jetzt reißen wir uns wieder zusammen. Keep cool, Baby, keep cool. Alles gut. Placke. So. Manchmal habe ich so Ausraster, tut mir echt tierisch leid. Ja. So, also jetzt machen wir mal die Luises Verteidigung da weg. Stufe 36 Bürokrat. Du hast wohl eine Meise. Was soll denn das hier? Und da hat er sogar einen sturzbetrunkenen Bill. Guck dir das an. Jetzt wird er frech. Jetzt wird er frech, sage ich euch. Das wird er, die Ringerin. Aber jetzt will ich mal den Rodeo Peter mal sehen in Aktion. So. 6 crazed. Okay. Naja. Was tut er denn hier? Motivieren. Athletic-Karten. Motivierte. Okay. Ja. Oh. 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 Okay. Alles klar. So. Das war's jetzt auch schon wieder von dieser Folge und wir werden jetzt noch mal etwas versuchen. Dazu gehe ich jetzt aber noch mal in mein Deck. Wird jetzt wieder Stufe 24 probieren. Meine Vorbereitung seht ihr gleich in der nächsten Folge.